Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das klingt alles danach, als sei die AfD bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wir arbeiten dran in der Fraktion, das ist versprochen. Und bei der nächsten Wahl werden wir vielleicht uns verdoppeln oder verdreifachen, was die Anzahl der Referenten angeht, Jens. Ich bin groß geworden in der CDU eines Alfred Dreggers, eines Chayas, eines Hubkas und auch einer Erika Steinbach. Und wären diese Menschen maßgeblich in der CDU, würde es die AfD nicht geben. Jetzt gibt es uns aber, und wir feiern heute als AfD ganz bewusst das Grundgesetz. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch Erika Steinbach dafür gesorgt hat, dass wir diesen Geburtstag überhaupt begehen können, als Hüterin dieses Gesetzes. Begrüßen Sie mit mir Frau Steinbach. Sehr geehrte Frau Fraktionsvorsitzende, liebe Dana Gut, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin gerne gekommen. Es ist ein ganz besonderer Anlass, das Grundgesetz zu feiern. Und ich freue mich, dass die AfD hier im Niedersächsischen Landtag das zum Anlass genommen hat, das Grundgesetz zu würdigen. Das ist nicht selbstverständlich. In anderen Bundesländern findet man so etwas nicht. Herzlichen Dank dafür. Es ist eine besondere Ehre für das Grundgesetz. Unser Grundgesetz ist exakt heute vor genau 70 Jahren in der Schlusssitzung des Parlamentarischen Rates verkündet worden. Und das rechtliche Fundament unseres Vaterlandes feiert und wir gemeinsam können also einen bedeutsamen Geburtstag feiern. Und es ist ein Geburtstag für ein Geburtstagskind, das eigentlich nur ein Provisorium hatte sein sollen. Denn die Verfassungsväter und die Verfassungsmütter wollten zunächst lediglich eine rechtliche Grundlage schaffen, um einer sehr erschütterten Gesellschaft nach schrecklicher Diktatur und einem verheerenden Krieg mit all seinen Verwerfungen für eine Übergangszeit, nach Möglichkeit einer kurzen Übergangszeit, den Rechtsrahmen für den Wiederaufbau Deutschlands zu schaffen. Dabei aber nicht nur eine rechtliche Grundlage, sondern auch eine moralische Leitlinie, wie wir unserer Verfassung entnehmen können. Wenn wir uns zurückerinnern, ich will die Geschichte dieses Grundgesetzes auch kurz skizzieren. Seit dem 1. September 1948 arbeitete der extra dafür gegründete Parlamentarische Rat auf der Basis eines vom ersten Verfassungskonvent auf der bayerischen Insel Herren Chiemsee erarbeiteten Entwurfes an diesem Grundlagenwerk für Westdeutschland, nicht für das ganze Deutschland. Das war schon damals mit dem faktisch bereits geteilten Deutschland überhaupt nicht mehr möglich. Aber man trug Vorsorge für ein geeinigtes Vaterland, denn die Hoffnung war bei den Mitgliedern des Parlamentarischen Rates vorhanden, dass die sowjetische Besatzungszone in ganz naher Zukunft wieder mit den Westzonen vereinigt sein würde. Niemand, wirklich niemand, glaubte damals an eine so viele Jahrzehnte andauernde Teilung unseres Vaterlandes. Allerdings, die Initiative, eine Verfassung zu erarbeiten, ging von den drei westlichen Besatzungsmächten USA, Großbritannien und Frankreich aus. Sie forderten ganz einfach, und am 1. Juli 1948 war das, die Ministerpräsidenten der 11 westdeutschen Bundesländer auf, eine Verfassung zu erarbeiten und eine verfassungsgebende Nationalversammlung einzuberufen. Aber alle damaligen Ministerpräsidenten wollten die Vokabel Verfassung auf jeden Fall vermeiden, um die deutsche Teilung nicht noch mehr zu vertiefen, und schlugen vor, dann ein lediglich provisorisches Gesetzespapier durch einen parlamentsähnlichen Rat erarbeiten zu lassen. Und dieser parlamentarische Rat war also ein Kompromiss, um die Tür für eine gesamtdeutsche Verfassung offen zu lassen. Man wollte ja unbedingt die Möglichkeit erhalten, dass bei einer Wiedervereinigung des geteilten Deutschland durch eine konstituierende Nationalversammlung eine endgültige Verfassung erarbeitet werden konnte.
Die westdeutschen Landtage waren im Parlamentarischen Rat durch 65 Mitglieder vertreten. Das Land Berlin damals aufgrund seines Sonderstatus hatte nur Gaststatus, Beobachterstatus. Die Arbeit an diesem Grundlagengesetz war extrem mühsam. Nicht nur, dass innerhalb des Gremiums zahllose Kompromisse geschlossen werden mussten. Sie alle wissen, wie schwierig das im Alltag ist, Kompromisse mit Menschen unterschiedlicher Ansichten zu finden, sondern es kam hinzu, dass die drei Besatzungsmächte immer wieder Korrekturen verlangten. Und wie so häufig im täglichen Leben, nicht nur im politischen Bereich, gab es insbesondere Streit um die Kompetenzverteilung. Das kennen wir ja zwischen Bund und Länder, das kennen wir bis zum heutigen Tage. Das ist nichts Neues, sondern das erleben wir tagtäglich. Heißen Streit gab es natürlich auch, wie konnte es anders sein, bei der Verteilung der Staatsfinanzen. Goethe wurde mit seinem Satz "Zum Golde hängt, zum Golde drängt doch alles" auch im Parlamentarischen Rat bestätigt. Wer kriegt wie viel von dem Geld, was an Steuern eingenommen wird? Aber auch über den Einfluss von Kirchen oder der Rolle der Eltern auf insbesondere das Schulwesen wurde geradezu erbittert gestritten. Und der für uns heute völlig selbstverständliche Artikel 3 des Grundgesetzes in seinem zweiten Satz mit dem Postulat "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" war seinerzeit alles andere als selbstverständlich. Und man kann den beiden weiblichen sozialdemokratischen Mitgliedern des Parlamentarischen Rates, Elisabeth Selbert und Friederike Nadig, die auch gegen den Widerstand aus den eigenen Reihen der Sozialdemokraten zu kämpfen hatten, nur danken, dass sie diesen Gleichberechtigungssatz mit Zähigkeit und Überzeugungskraft in das Grundgesetz hineinbekommen haben. Dem Parlamentarischen Rat war insbesondere wichtig, in den ersten Artikeln des Gesetzes elementare Grundlagen für eine freiheitliche Demokratie ganz fest zu verankern. In den 19 sogenannten Grundrechten wurden der Schutz der Menschenwürde, die Glaubensfreiheit, die Meinungs- und die Pressefreiheit, die Freiheit für Forschung, Lehre, der Schutz von Ehe und Familie so fest verankert, dass eine Abschaffung zum Beispiel der Artikel 1 und des Artikels 20 selbst mit einer Zweidrittelmehrheit heute nicht mehr möglich ist. Der Bundestag jedenfalls könnte sie nicht verändern. Am 8. Mai 1949 um 23.55 Uhr verabschiedete der Parlamentarische Rat das Grundgesetz, aber erst nachdem die drei westlichen Besatzungsmächte das Papier genehmigten, konnten im Anschluss daran die Landtage dann darüber abstimmen. Außer Bayern haben es alle angenommen. Aber Bayern hat versichert, es hält sich daran. Sie waren schon immer etwas Besonderes. Und endlich, am 23. Mai 1949, heute vor 70 Jahren, findet dann in der letzten Sitzung des Parlamentarischen Rates die feierliche Verkündigung des Grundgesetzes in Bonn statt. Der Präsident des Gremiums war kein anderer als Konrad Adenauer und er stellte fest, ich zitiere: "Heute, am 23. Mai 1949, beginnt ein neuer Abschnitt in der wechselvollen Geschichte unseres Volkes." Können Sie sich vorstellen, dass Angela Merkel so etwas sagen würde? Und er fuhr weiter fort: "Heute nach der Unterzeichnung und Verkündigung des Grundgesetzes die Bundesrepublik Deutschland in die Geschichte eintreten. Wer die Jahre seit 1933 bewusst erlebt hat", fuhr er fort, "der denkt bewegten Herzens daran, dass heute mit dem Ablauf dieses Tages das neue Deutschland entsteht." Heute vor 70 Jahren fielen diese Worte. Konrad Adenauer machte dann auch noch deutlich, dass trotz der Vorgaben durch die Besatzungsmächte dieses Grundgesetz auf dem freien Willen und auf der freien Entscheidung des deutschen Volkes im Parlamentarischen Rat erarbeitet wurde. Und wer sich die Hartnäckigkeit vor Augen führt, mit der Konrad Adenauer in seiner gesamten anschließenden Kanzlerschaft Schritt um Schritt mit Geschick, aber auch mit viel Schleue und Raffinesse
wieder Souveränitätsspielräume für Deutschland trotz der Besatzungsmächte erkämpfte, nimmt ihm diesen Satz auch ab. Er hat mit allen seinen Möglichkeiten immer darauf hingewirkt, dass Deutschland seine Eigenständigkeit wieder erlangt und hat im Grunde genommen auch einfach verfügt, was die Nationalhymne ist. Keiner wollte mittun, aber er hat gesagt, unser Deutschlandlied, das ist die Nationalhymne. Und wir haben heute allen Grund, den Männern und Frauen zu danken, die für unser Land in schwierigster Zeit dieses Gesetzeswerk nicht nur erarbeitet, sondern auch erstritten haben. Und das gehört zu einer Demokratie dazu. Man muss sich auseinandersetzen, aber in Respekt. Unser Grundgesetz, war in seiner verabschiedeten Fassung ein sehr sparsames Gesetz, das auf übertriebene Regelungswut bewusst verzichtet hat. Über die Jahrzehnte hinweg wurde es inzwischen aber sage und schreibe 63 Mal verändert. Verständlicher ist es dadurch nicht unbedingt geworden. Vor allen Dingen, wenn ich mir den Artikel 16, 16a anschaue, das ist mehr Bürokratie als Grundgesetz. Immer mehr technokratische Details und auch Staatszielbestimmungen überfrachten den ursprünglich so schlanken Text. Nach der Wiedervereinigung gab es die Forderung dann nach einer gänzlich neuen Verfassung für dieses Land. Um etwa erforderlichen zwingenden Änderungsbedarf festzustellen oder gar eine ganz neue Verfassung einzufordern, wurde dann durch Bundesrat und Bundestag die gemeinsame Verfassungskommission von Bund und Ländern eingesetzt, um alles zu überprüfen. Unter dem Vorsitz von Professor Rupert Scholz von der CDU und Henning Foscherau von der SPD erörterten insgesamt 64 Mitglieder die durch die Wiedervereinigung etwa notwendig gewordenen Grundgesetzänderungen. Ich hatte seinerzeit die Ehre, als Greenhorn im Deutschen Bundestag diesem Gremium angehören zu dürfen. Mein Aufgabenbereich war die Überprüfung der Grundrechte. Das Gremium konstituierte sich am 16. Januar 1992. Dieses Gremium war ein Kompromiss aus der Forderung nach einer völlig neuen Verfassung und der Bestätigung des bisherigen Grundgesetzes, dazu Leitlinien zu finden. Wir setzen uns dort auseinander mit der Frage einer abschließenden Volksabstimmung im Anschluss unserer Beratungen mit etwa erforderlichen Neuregelungen der Kompetenzen von Bund und Ländern und auch mit etwaigen Erweiterungen der Grundrechte durch die Aufnahme sogenannter Staatsziele. Unser Gremium wurde geradezu überschüttet durch zahllose Initiativanträge. Und wir können, also heute bin ich dankbar, dass es damals das Internet und Mails noch nicht gegeben hat, denn es kam alles entweder per Fax oder per handschriftlichen Briefen oder per maschinengeschriebenen Briefen an. Eines war für mich bemerkenswert. Nicht zum Thema zum Beispiel Würde des Menschen, zum Thema Ehe und Familie oder zu Plebisziten erhielten wir die meisten Zuschriften. Das dominante Thema aufgrund der Anzahl der Zuschriften war der Tierschutz. 800.000 Zuschriften bezogen auf den Tierschutz haben uns erreicht. Häufig handgeschriebene Briefe. Aber meine Damen und Herren, daran lässt sich auch ablesen, dass emotionale Themen die Menschen viel mehr bewegen, als es Politikern häufig bewusst ist. Ich bitte darauf zu achten. Es ist nicht unerheblich. Nach außerordentlich intensiven Debatten, aber wirklich in respektvoller Atmosphäre, gab es weitgehende Einigkeit darüber, dass dieses Grundgesetz keiner Generalüberholung bedarf, sondern dass nur relativ wenige, im Grunde genommen marginale Änderungen auch nach der Wiedervereinigung erforderlich sind. Am 5. November 1993 legte unsere gemeinsame Verfassungskommission dann ihren Abschlussbericht vor. Und das Gremium kam zu der Erkenntnis, das haben wir schriftlich niedergelegt, größere Änderungen auch nach der Wiedervereinigung sind entbehrlich und dass es aus rein juristischer Sicht, ich betone aus juristischer Sicht, keiner Volksabstimmung über das Grundgesetz bedürfe. Allerdings haben wir in dem Bericht auch darauf hingewiesen, dass die Durchführung eines Volksentscheids über das Grundgesetz
ja durchaus eine integrierende Wirkung zwischen Politik und Bürgern haben könnte. Alle plebiszitäre Elemente wurden von uns nicht zur Seite gewischt und ich glaube, man sollte über diesen Bereich auch nochmal nachdenken. Nicht, dass das Grundgesetz neu beschlossen werden muss, aber für andere Sachen. Wir leben also bis zum heutigen Tage auf dem juristischen Fundament, das die Verfassungsväter und Mütter in schwierigster Zeit auf den Weg gebracht haben. Was aber heutzutage beunruhigen muss und mich zutiefst beunruhigt, ist die blanke Feststellung, dass über elementare Teile des Grundgesetzes selbst die Kanzlerin unseres Landes vorsätzlich hinweggeht. Die Aussage der Bundeskanzlerin, vorhin ist das schon mal zitiert worden, das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt, ist zutiefst verfassungswidrig. Denn nicht jeder, der sich aus irgendeinem Teil der Welt hier legal oder illegal niedergelassen hat, gehört zum Volk. Unser Grundgesetz ist darin eindeutig. Das Grundgesetz bestimmt in seinen Artikeln 20 und 116 das glatte Gegenteil von dem, was die Bundeskanzlerin von sich gegeben hat. Denn das Bundesverfassungsgericht hat am 31. Oktober 1990 dazu klargestellt, dass Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 bestimmt, dass das Staatsvolk unseres Landes Träger und Subjekt der Staatsgewalt ist und das Staatsvolk, von dem alle Staatsgewalt ausgeht, nach dem Grundgesetz von den Deutschen, also den deutschen Staatsangehörigen und den ihnen nach Artikel 116 gleichgestellten Personen gebildet wird. So deutlich die Aussage. Und noch niemals zuvor, seit 1949, hat ein Kanzler an der Spitze der Bundesrepublik Deutschland eine zentrale Norm der Verfassung, so mir nichts, dir nichts, einfach so vom Tisch gewischt. Und dabei handelt es sich beim Artikel 20 um einen Artikel mit Ewigkeitsgarantie, der nicht einmal mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden könnte. Die Kanzlerin unseres Landes hat eine rote Linie überschritten. Allerdings nicht zum ersten Mal. Dass bindende Gesetze seitens der Kanzlerin in diktatorischer Selbstherrlichkeit freihändig missachtet werden, ist keine Ausnahme. Seit 2005 hat die Kanzlerin mehrfach Entscheidungen gegen gültiges Recht und gegen gültige Gesetze getroffen, von der Euro-Rettung über den abrupten Atomausstieg innerhalb von nur 3 Tagen bis zur rechtswidrigen, unkontrollierten Aufnahme von inzwischen an die 2 Millionen Migranten reichen die autokratischen, anders kann man es nicht bezeichnen, die autokratischen Entscheidungen, die unserem Land dauerhaft schwere Lasten aufbürden. Sie hat Deutschland massiven Schaden zugefügt. Und damit hat sie massiv gegen den Artikel 5 des Grundgesetzes, nämlich gegen ihren Amtseid, verstoßen. Und ich wiederhole ihn noch einmal, Frau Guth hat ihn vorhin schon zitiert, aber man muss ihn immer wiederholen. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes, auch alle anderen Gesetze, wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde, so wahr mir Gott helfe. Davon kann keine Rede sein, dass sie sich daran gehalten hat. Und wenn es einer Änderung des Grundgesetzes bedarf, dann bin ich der Auffassung, dass der Bruch dieses Amtseides strafbewehrt sein muss. Deutschland ist auf dem Fundament des Grundgesetzes ein Rechtsstaat. Jeder, der in diesem Lande lebt, hat unsere Gesetze zu respektieren
und sich nach ihnen zu richten. Und Politikern, insbesondere die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, haben in der Gesetzestreue Vorbild zu sein und sich nicht als Erste daran zu vergreifen. Und ein Kanzler oder eine Kanzlerin, die sich öffentlich gegen elementare Rechtsgrundlagen dieses Staates, unseres Vaterlandes stellen und sie aktiv missachten, die haben im Grunde ihr Amt verwirkt. Beunruhigend daran aber ist für mich, dass das laut Grundgesetz zuständige Kontrollgremium über die Handlungen der Bundesregierung, nämlich der Deutsche Bundestag, das alles hinnimmt und damit die ihm gestellte Verpflichtung nicht erfüllt. Denn der Deutsche Bundestag hat ja die Verpflichtung, Verstoß gegen Recht und Gesetz durch die Bundesregierung auch aufzugreifen und zu ahnden. Seit 70 Jahren leben wir in einem demokratisch verfassten Staat. Dafür steht dieses Grundgesetz. Und keine Demokratie der Welt kommt ohne das Recht auf Meinungsfreiheit aus. Das ist einer der Punkte, den ich gerne herausgreifen will. Die anderen Punkte hat Frau Guth ja schon sehr schön aufgelistet, fand ich fantastisch. Wo es keine Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, wo es keine Meinungsfreiheit mehr gibt, da ist demokratisch formulierte Gesetzgebung reine Makulatur, ohne Wert. Können Sie auch einen Papierkorb nehmen, das reinwerfen. Am Status der Meinungsfreiheit lässt sich der Zustand eines Staatswesens signifikant erkennen. Und hier entwickelt sich Deutschland in eine zutiefst beunruhigende Richtung. Immer weniger Menschen wagen ihre Meinung zu politischen und gesellschaftlichen Themenfeldern offen auszusprechen, aus Angst, stigmatisiert zu werden. Und die jüngste Veröffentlichung von Frau Professor Köcher, dass 2/3 der Deutschen Sorge haben, ihre Meinung öffentlich kundzutun, zeigt, dass wir auf einem ganz unguten Weg sind. Und der Umgang mit Männern wie Thilo Sarrazin oder Hans-Georg Maaßen, die, bevor sie ihre Meinung zur Zuwanderung sagten und zum Rechtsstatus sagten, angesehene Männer waren und jetzt auf einmal eher mit der Vokabel Nazi konfrontiert werden oder braune Brühe, macht deutlich, auf welchem Weg wir sind, weil sie sich nicht Mainstream-konform verhalten haben. Und da passt aber das Motto, bestrafe einen, erziehe Hunderte. Weil natürlich die Bürger sehen, das passiert selbst hochgestellten Persönlichkeiten, renommierten Männern wie Maaßen oder Sarrazin, dann bin ich lieber mal vorsichtig. Und das ist dann eine Spirale des Schweigens, die in eine ungute Richtung führt. Denn leider zeigt das alles erkennbare Wirkung. Und auch im Bereich unseres wunderbaren deutschen Wortschatzes werden mehr und mehr Begriffe aussortiert, indem man sie stigmatisiert. Seit Jahren zunehmend. Es werden Kinderbücher umgeschrieben. In Frankfurt den Struwwelpeter, da wollte man alles Mögliche herausnehmen, es konform machen den heutigen Vorstellungen gegenüber. Den Vogel hat aber der Mann abgeschossen, der jetzt seitens der Bundesregierung seit kurzer Zeit für den Schutz unserer Verfassung zuständig ist. Der neue Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang. Er will, so sagte er, mit seiner Behörde dafür sorgen, dass die Grenze zwischen legitimem Prozess und Extremismus wieder deutlich erkennbar wird. Und er versteigt sich dazu, zum Beispiel festzustellen, dass die neue Rechte, was immer das ist, bewusst nicht mehr von Rasse spricht, sondern stattdessen von Identität, Kultur, Ethnien. Und dieser sogenannte Verfassungsschützer trägt vorsätzlich dann damit dazu bei, nicht nur Meinungsfreiheit, sondern mit der Stigmatisierung dieser Vokabeln, das sind ja Unterscheidungsvokabeln, auch Wissenschaft und Forschung zu begrenzen. Eine Demokratie aber ohne Meinungsfreiheit ist nur noch eine Pseudodemokratie. Mit diesem Verfassungsschutzpräsidenten hat die Bundesregierung gewollt den Bock zum Gärtner gemacht. Das muss uns in diesem Jubiläumsjahr des Grundgesetzes zutiefst beunruhigen. Applaus
Was also diese Unterscheidung jetzt mit Ethnien oder Rasse und so weiter anbelangt, die Natur hat die Menschen unterschiedlich gemacht. Das ist der Reichtum dieser Natur. Es gibt gelbe Menschen, rote Menschen, schwarze Menschen, weiße Menschen. Grüne gibt es Gott sei Dank noch nicht. Also was die Freiheitsrechte unseres Grundgesetzes anbelangt, ist Gefahr im Verzuge. Und es gibt ein ganz wunderbares Volkslied. Freiheit, die ich meine, die mein Herz erfüllt, komm mit deinem Scheine, süßes Engelsbild, magst du nie dich zeigen der bedrängten Welt, führest deinen Reigen nur am Sternenzelt. Wir wollen aber unsere Freiheit hier auf Erden genießen, mit beiden Beinen stehen wir drauf. Und im 70. Jahr des Grundgesetzes erleben wir ein Geburtstagskind in Not. Wobei ich anfügen möchte, dieses Grundgesetz halte ich nach wie vor für eine wunderbare Grundlage unserer Demokratie. Und es erodiert nicht. Und es erodiert nicht von innen, nein, von außen, von den politischen Kräften und medialen Kräften wird die Axt an dieses wunderbare Gesetz gelegt. Und das dürfen wir nicht zulassen. Dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mein blaues Herz schlägt seit 20 Minuten sehr frei. Herzlichen Dank, Frau Steinbach. Ja, vielen Dank, liebe Gäste. Damit ist jetzt der offizielle Teil mit den Reden, die hoffentlich nicht allzu anstrengend waren, vorbei. Ich hoffe, Sie bleiben alle noch ein bisschen bei uns. Wir haben ein bisschen Buffet, wie sich das gehört zum Geburtstag. Wir wollen gemeinsam feiern. Es gibt sicherlich noch das eine oder andere gute Gespräch hier heute. Ich wünsche uns allen einen schönen Abend und ganz viel Spaß. Und das Buffet ist eröffnet.